Das Thema Integration wird zurzeit im Landtag heiß und emotional diskutiert. Dass man sich der Integration auch von einer ganz anderen Seite nähern kann, zeigt eine Tagung an der Bildungsuniversität in Brixen. Dort dreht sich alles um Trends des Bildungswesens in der islamischen Welt. Vor allem aber geht es um eines, um das Verständnis des Islam. Familie, sie steht im Mittelpunkt, eingebunden in Stammesgesellschaften. Understanding Islam, den Islam verstehen, so nennt sich der Film, der heute gezeigt wurde. Ein Film gedreht im März von diesen drei Frauen in einem Land, wo sich alles rasend schnell geändert hat, im Oman. Viele Sachen sind unterschiedlich jetzt, bis nur um 5 Jahre. Schon verpasst. Ist sehr, sehr schnell. Es ist eher ein Vorteil, Filmemacherin zu sein, auch wenn es schwierig ist, in arabischen Ländern zu drehen. Man muss zuerst einmal das Vertrauen gewinnen der Menschen, dann geht's einfacher. Und auf diese Weise kann man eine Tür öffnen, die, denke ich, eine persönliche Bindung schafft, dadurch, dass Subjekte in den Filmen gezeigt werden mit einer ähnlichen Lebensgeschichte, obwohl sie in einem sehr anderen kulturellen Kontext leben. Und dadurch wird eigentlich Verständnis geschaffen und dadurch entsteht, denke ich, der erste Schritt in Richtung, naja, Zusammenleben. Daher hat sie auch den internationalen Kongress organisiert, auf dem Filme gezeigt werden, die einen Blick hinter die Mauer des Unbekannten zeigen. Zum Beispiel, muslimische Frau ist nicht eine unterdrückte Frau, eine Frau, die keine Worte hat, sondern es ist eine emanzipierte Frau, eine Frau, die eine Meinung hat. Und ich glaube, dieses Bild ist ganz wichtig, das auch nach Südtirol zu transportieren. Ich finde das sehr wichtig, weil eben wir haben zurzeit eine starke Auseinandersetzung in Südtirol mit Islam. Und jede Information, was wir bekommen, ist einfach wertvoll. Genau beobachtet hat auch er, der Imam von Brixen. Auch er weiß, Fremdes ist für viele hierzulande unverständlich, etwa die durchaus erlaubte Polygamie. Viel Leid tritt das schon so. Ah, na, der Muslim mit den 4 Frauen und darf nicht dienen und das ist nicht schön und so. Na, ist so. Schön zu verstehen, schön zu kapieren. Und wenn ein Muslim so, er hat da schon 2 Frauen. Ja, 2 Frauen. Gewillt muss er schon dienen. Man muss unbedingt schauen. Nein. Die gar nicht so fremde Welt des Islam. Noch bis morgen werden an der Bildungsfakultät in Brixen Filme von internationalen Filmemachern gezeigt und analysiert.